Wie kann ich ihn jetzt ablenken? Wenn ich... Mal sehen. Ich installiere mal ein paar Bugs auf dem Server. Ah! Mein Gott, er ist total verbuggt! Was ist denn jetzt los? Der Server spinnt total. Total verbuggt. Das war's. Ich hab keinen Bock mehr. Ich höre auf. Sollen die doch sehen, was sie davon haben. Richtig. Na gut. Eine Chance gebe ich denen noch. Aber nur noch eine. Ist ja nicht so, als könnten wir nicht einfach aufhören. Nee. Wir könnten schon, aber wir wollen nicht. Mist. Richtig. Außer die kriegen ihre Probleme nicht in den Griff. Dann ist's vorbei. Schreib denen das. Das gibt's doch nicht. Was muss denn noch passieren, damit die beiden endlich aufhören? Okay, er hat alle Bugs beseitigt. Verdammt. Damit sind schon zwei Beschwerden im Eimer. Allzu viel werden sich die beiden nicht mehr bieten lassen. Okay, wir müssen doch das Tintenfässchen nehmen. Der Dämon könnte es bemerken, wenn ich sein Tintenfässchen nehme und furchtbare Rache üben. Verdammt. Wir müssen doch irgendwie, müssen wir ihn noch weiter verbuggen. Oder so. Was könnten wir hier noch machen? Der Server scheint wieder bugfrei zu sein. Zumindest arbeitet er wie immer. Das ist so schlecht. Ja, WoW-Witze, also beziehungsweise MMO-Witze, sagen wir es so, nicht nur WoW. Aber wir wollen das mal nicht verallgemeinern. Betrachte die Rollenspielmaschine. Ja. Diese Teufelsmaschine wird von dem haarigen Dämon auf der Rückseite gesteuert. Irgendwie muss ich ihn bei seiner Arbeit stören. Solange das Spiel läuft, ist mit dem Zaubererlehrer und dem Krämer nicht viel anzufangen. Kann ich das Ding jetzt noch weiter stoppen? Jetzt, das finde ich jetzt ein bisschen komplizierter schon. Aber wenn wir den Alkohol abfüllen. Von Butterbier über Kürbissaft bis Feuerwhisky gibt es hier alles. Aber ich brauche davon nichts. Doch klar, jetzt sofort. Lass uns saufen. Okay, reden wir nochmal mit ihm. Entschuldigung. Die technischen Probleme scheinen sich zu häufen und trotzdem spielen sie noch immer. Warum kann man sowas spielen sie machen? Trotz der technischen Probleme immer noch? Ehrlich gesagt habe ich die Nase voll. Da will man in Ruhe spielen und die Technik macht einem immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Ich habe darauf keine Lust mehr. Noch einmal so ein Chaos und das war's für mich. Na komm, schauen wir mal kurz, ob bei der Führerscheinausgabestelle etwas los ist. Wenn's sein muss. Wollen Sie nicht vielleicht doch einfach aufhören? Vielleicht hast du recht. Nur noch dieses Formular ausfüllen. Und ich brauche neue Brillentücher. Und wir wollten uns noch die Mietzuschussbescheinigung beim Einwohnermeldeamt abholen. Ah, richtig. Aber dann können wir auch gleich noch die Leihfrist in der Bücherei verlängern. Vielleicht ist sogar eines der Bücher überzogen. Oh, ich fürchte, ich muss noch für ein drittes technisches Problem sorgen. Okay, ich also muss weiter, dann. Man sieht sich. Man sieht sich. Schauen wir mal, aber wie? Ich muss hier irgendwas mit dem Fässchen machen. So, Server den haben. Der Server scheint wieder. Ja, er arbeitet wieder bugfrei. Alles klar. Irgendwas noch nicht gefunden. Damit sind schon zwei Beschwerden im Eimer. Als. Ja, das ist natürlich auch wieder. Zurück ins Gasthaus, Server den haarigen Dämon betrachten. Scheinbar muss ich noch irgendwas anderes finden, um ein bisschen hier rumzuspielen. Da kann ich auch nichts machen. Gammeliges Getreide holen. Die Tür ist verriegelt. Der Zaubererlehrer sitzt immer noch im Gasthaus und spielt dieses seltsame Spiel. Aber wie könnte ich den Server noch weiter verbuggen? Der Marktstand des Krämers. Das muss der letzte Marktstand sein, von dem der Krämer erzählt hat. Solange der Krämer dieses seltsame Spiel spielt, wird hier nichts mehr verkauft werden. Ja, aber vielleicht kann ich irgendwas klauen. Scheiße, geht auch nicht. Wenn wir jetzt einen Karnickel fangen. Komm hier, Kleiner. Komm. Keine Chance.
Es lässt sich nicht so einfach einfangen. Ich meine, außer... Ach, sie ihn ganz dolle lieb haben. Ja, das wäre doch was. Was ich habe schon genug Krabbelviecher mitgenommen. Wohin soll ich? Was soll ich holen? Okay. Ich glaube, ich muss Server töten. Den Abfluss nochmal betrachten. Ein ziemlich dreckiger Abfluss. Ja, da dürfte die Kanalisation sein. Das sind bestimmt Ratten. Das ist meine erste Quest. Ich muss Ratten töten gehen. Hey, was haben Sie da eben versteckt? Gar nichts. Ich habe gesehen, dass Sie etwas gegessen haben. Und dann haben Sie es versteckt, als Sie mich gesehen haben. Was war es? Ach was, ich habe gar nichts gegessen. Oh doch, es war ein langes, gelbes Ding. Und wenn schon, da ist eine ganze Kiste geliefert worden. Und ich bringe den Rest zum Server, sobald ich meine nächste Pause habe. Was essen ist für den Dämon? Das ist Nahrung für den haarigen Dämon im Gasthaus? Was für ein Dämon? Das ist ein Affe. Wie? Ein was? Was soll das denn sein? Ein Affe. Nein. Und Affen mögen Bananen. Und ich auch. Du Affe. Sie essen Dämonennahrung? Ist es für Lebewesen nicht gefährlich, Dämonennahrung zu sich zu nehmen? Ach was. Bananen sind lecker. Der Affe ist ganz verrückt danach. Kann ich so ein Bananen geben Sie mir eine Banane zum Probieren? Nee, ich habe schon zwei gegessen und der Affe braucht ja auch noch welche. Tut mir leid. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss die Stadt bewachen. Sie wollen noch mehr davon essen, stimmt's? Vielleicht. Vielleicht. Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Gairon, was willst du? Gib mir eine Banane. Wegen des Essens für den haarigen Dämon. Ja? Woher kommt das Essen für den Servern? Woher haben Sie die Dämonennahrung? Die Rollenspielfirma schickt jede Woche eine Kiste per Luftfracht. Ich nehme sie in Empfang und bringe sie ins Gasthaus. Und Sie dürfen sich einfach ein paar von diesen Dingern aus dem Korb nehmen? Und es stört niemanden, wenn Sie sich jedes Mal ein paar von den Dingern genehmigen? Naja, so ganz offiziell ist das vielleicht nicht. Das wäre, wenn der Erzmagier davon erzählt. Und wenn ich dem Erzmagier davon erzähle, würde er sie dann nicht bestrafen? Vielleicht. Aber wie willst du zum Erzmagier raufkommen? Hast du ein Magier-Diplom? Ach ja, hier. Die beiden Spieler regen sich sehr über technische Schwierigkeiten bei ihrem Rollenspiel auf. Ja, und? Könnten die Schwierigkeiten damit zusammenhängen, dass dem haarigen Dämon sein Essen vorenthalten wird? Na, also, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie wäre es, wenn wir den Händler und den Zaubererlehrer fragen, ob sie das für möglich halten? Immerhin zahlen sie viel Geld dafür, dass das Spiel funktioniert. Also, ich... Und falls es doch an den fehlenden Früchten liegt, wollen sie vielleicht ihr Geld zurück? Also schön, hier hast du eine Banane. Du musst die Schale abziehen, bevor du sie essen kannst. Und nun verschwinde. Vielen Dank. Bitte auch. Das ist die dämonische Frucht, die Server so gerne isst. Banane heißt die. Ja, dann. Der haarige Dämon möchte bestimmt etwas essen. Auf geht's zu Meister Server. Hey, Server hier. Vielleicht kann ich ihn damit ablenken. Moin, Digga. Hey, Dämon, schau mal, was ich hier habe. Was ist denn jetzt? Kannst du noch was tun? Nee, alles steht still. Ich habe ein Lag. Lag. Ich rege mich schon nicht mehr auf. Warum sollte ich mich darüber aufregen? Was? Ich habe mit dem Spiel angefangen, weil es Spaß gemacht hat. Das tut es nur nicht mehr. Zum. Und wenn es keinen Spaß mehr macht, dann sollte man aufhören. Genau. Teufel! Jorge, geht es Ihnen gut? Jorge, Sie müssen atmen. Kommen Sie, wir gehen an die frische Luft. In ein paar Tagen machen wir weiter, in Ordnung? Ich hab's geschafft.
Die beiden haben aufgehört. Hoffentlich kann man jetzt halbwegs vernünftig mit ihnen reden. Der Zaubererlehrer muss mir einfach ein Diplom leihen. Wie soll ich sonst in den Turm kommen? Oh, ich fühle mich so episch nach dieser Musik. So. Sagst du noch was? Oh. Und, klapp's um? Offline! Das Spiel ist vorbei. Ob er sich darüber freut? Stimmt. Der Dämon könnte es bemerken, wenn ich sein Tintenfässchen... Okay. So, offline. Wofür steht das denn? Für eine dritte Beschwerde hat es nicht mehr gereicht. Aber die beiden haben aufgehört zu spielen. Das ist das Entscheidende. Leck. Weißt du, laggy war das Scheißspiel. Oh, da gibt's ein Klebeband. Eine Rolle mit einem durchsichtigen Band. Mit dem. Es klebt. Nimm es. Greif zu. Nimm es einfach. Nimm es dir. Jetzt spielen wir eine Runde. Komm. Die Maschine ist völlig tot. Ohne den Server scheint nicht zu laufen. Ja, und dahin ist ja zum Glück Betreten verboten. Das heißt, die werden das nie reparieren. Ja. So, okay. Klopf, klopf. Oh, da ist der Händler. Seid gegrüßt, Meister Händler. Der Krämer sieht nicht sehr glücklich aus. Ich hoffe, er hilft mir trotzdem weiter. Was willst du, mein Freund? Hallo, Herr Krämer. Was willst du? Warum sehen Sie so missmutig aus? Ich frage mich, warum Sie so missmutig aussehen. Das dürfte dich wohl kaum etwas angehen, oder? Ich weiß nicht gerade, spielen. Aber... Alles geht den Bach runter. Alles. Naja. Meine schönen Marktstände sind abgebrannt, mein Laden ist geschlossen. Und alles nur wegen dieses Dreckspacks. Sie meinen die Schattenarmee? Unsere eigenen Anführer. Anstatt da herumzuschlawinern, sollten sie lieber mal hart durchgreifen. Aha. Ging früher doch auch. Früher habe ich 500 Pfeile am Tag verkauft. Mana-Tränke, noch und nöcher, Stärkungselixiere, Unverwundbarkeitstränke, all das gute Zeug. Aber heute kauft niemand mehr. Alle tot. Und wen kümmern meine Umsätze? Niemanden. Wie die Spieler sind doch alle gekommen und haben verkauft. Und dann auch noch dieser verdammte König der Diebe. Er stiehlt mir noch die Wurst vom Brot, wenn ich nicht aufpasse. Der König der Diebe? Wer der ist das denn? Der König der Diebe? Wer soll das sein? Eine elende, diebische Ratte. Sie hat alles Essbare aus meinem Stand gestohlen, während ich WoB gespielt habe. Hat früher schon häufig lange Finger gemacht. Aber seitdem alle anderen Händler weg sind, klaut sie nur noch bei mir. Aber keine Finde ich nicht ganz unlogisch. Ach was, unfair ist das. Aber mit uns ehrlichen Händlern kann man es ja machen. WoB. Was würden Sie mir geben, wenn ich den König der Diebe fange? Wenn ich den König der Diebe für Sie fange, was wäre Ihnen das wert? Du? Was soll ein Winzling wie du schon gegen den König der Diebe ausrichten? Der König ist noch ein gutes Stück kleiner als ich. Außerdem habe ich Erfahrung in der Rattenjagd. Das ist bestimmt dieselbe. Naja, schaden kann es wohl nichts. Aber ich will ihn nicht fangen. Ich will ihn tot sehen. Dann bring ihn selber töten? Um. Also ich weiß nicht. Hier ist mein Angebot. Du tötest die Ratte und bringst mir ihre Maske als Beweis. Dafür kannst du dir dann drei Sachen aus meinem feinen Sortiment aussuchen. Und beeil dich, ich bin bald weg hier. Was soll ein ehrlicher, hart arbeitender Händler noch an solch einem Ort? Ja, gute Frage. Ich will meine Rache und dann meinen Frieden. Okay. Die Stadtwache will mich nicht... Ich darf nicht in die obere Stadt. Dabei muss ich ganz dringend den Erzmagier treffen. Sag nichts. Die elende Stadtwache lässt dich nicht durch. Ich lebe seit über 30 Jahren in dieser Stadt und war noch nie dort oben. Wir sollen zahlen, damit die hohen Herrschaften fein in ihrer oberen Stadt leben können. Aber reinlassen wollen sie uns nicht. Das ist schon Zum Glück zahle ich schon aus Prinzip keine Steuern. Ich würde gerne etwas kaufen. Ich möchte etwas von Ihnen kaufen. Was denn? Verkaufen Sie zufällig Magierdiplome haben Sie nicht zufällig. Oder vielleicht Einladungen des Erzmagiers. Sind geradeaus. Mist. Ich will doch nichts kaufen. Vielleicht später. Ich bringe Ihnen die Maske des Königs der Diebe und darf mir dafür drei Sachen aus Ihrem Sortiment aussuchen? So sieht es aus. Wenn du es nicht schaffst, werde ich Söldner anheuern. Ich will diese Ratte!
Okay, ich muss weiter. Vielleicht komme ich später wieder. Wenn's sein muss. Scheiße, der kommt wieder. Ist da unten der König der Ratten? Der König der Diebe? Ein ziemlich dreckiger... Na, man sieht's nicht. Aber Leute, es geht weiter im nächsten Teil, würde ich sagen. Und für heute machen wir Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.